Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, ich möchte euch heute einen Film vorstellen, beziehungsweise eine Blu-ray, die schon etwas älter ist. Und zwar wurde diese Blu-ray mir von dem Steve von Breakout TV wärmstens empfohlen. Und aufgrund seiner Kritik beziehungsweise seiner Empfehlung habe ich mir den Film Kick-Ass im Steelbook auch direkt zugelegt. Eigentlich wollte ich ja, wie ich schon sagte, diesen Film gar nicht erst kaufen bzw. mir besorgen oder mal gucken. Und der Steve, der hat mich dann in dem Hangout, wo wir vor einigen Tagen dran teilgenommen haben, also da war Steve natürlich auch dabei und und wir haben natürlich darüber gequatscht, kauf dir Kick-Ass und den Film musst du einfach gucken, der ist einfach nur geil und lustig. Und ich habe mich dann natürlich am Freitag direkt während dem Hangout dann breitschlagen lassen, habe mir den Film bestellt und über Amazon Prime ist dann am Samstagmorgen der Film Kick-Ass dann angeliefert worden, sodass ich ihn am Samstagabend gucken konnte mit meiner Freundin zusammen. Ja, wir mussten natürlich feststellen, dass der Film wirklich toll ist. Ich hätte nicht gedacht, also der Film ist überlustig, hat mir wirklich Spaß gemacht und wie ich schon eben erwähnt habe, habe ich mir natürlich nicht direkt die Emery-Version bestellt, sondern ich habe mir direkt die Steelbook geholt. Und die Steelbook sieht natürlich so aus und ist eigentlich ziemlich cool. Ist eine gute Steelbook. Ist jetzt nicht der Knaller, aber ihr wisst ja, dass ich Steelbooks sammle. Und daher, da es den Film natürlich auf Steelbook auch gibt, habe ich ihn mir direkt in den Metallcase gekauft. Ja, der Film oder das Case hier sieht natürlich von außen nur so gut aus. Von innen haben wir natürlich sehr viel Werbung. Daher mache ich jetzt kein wirkliches großes Unboxing. Ich zeige euch einfach, wie die CD von innen aussieht. Denn ich denke mal, dass der ein oder andere schon mehrere Leute hier Unboxings von dem Film gemacht haben. Deswegen muss ich mir das ersparen. Um nochmal kurz zu sagen, wir haben hier eine Dolby Digital Spur bzw. DTS Spur in 5.1 in Deutsch. In Englisch haben wir eine DTS HD Mastered Audiospur, also nochmal einen Ticken besser. Und wir haben eine Insgesamtlauflänge von 117 Minuten. Ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ich mit dem Steve, mit dem Ben und noch mit anderen YouTubern, Kollegen in dem Hangout war. Das war Freitagabend. Könnt ihr außerdem auch nochmal anschauen euch auf dem Ben seiner Seite, dem Fanboy Germany. Lieber Ben, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich an deinem Hangout dran teilnehmen durfte. Es war wirklich geil, es war auch mein erstes und es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich habe liebe nette Leute kennengelernt, mal wirklich von einer anderen Seite, die ich so noch nicht kannte. Den einen oder anderen habe ich natürlich schon gekannt, weil ich diese Channel oder Kanäle abonniert hatte und daher waren diese nicht ganz unbekannt für mich. Trotzdem habe ich sie jetzt mal live erlebt und auch mal eine private Seite von diesen Menschen gesehen und muss wirklich feststellen, dass ich sehr positiv überrascht war, sehr liebe, nette Leute und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Hangout und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Hangout nochmal dabei sein, wenn ich denn darf, weil es wirklich super war. Nochmal vielen Dank an den Ben, Fanboy Germany, auf jeden Fall abonnieren und ich sage ganz toller Typ, hat mir sehr gut gefallen und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr seht, ich lobe wirklich aus tiefsten Tönen hier oder die höchsten Töne, sagt man ja eigentlich und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude. Ja, zu dem Film Kick-Ass kann ich nur sagen, danke lieber Steve für deine Empfehlung, war auf jeden Fall super lustig und deswegen habe ich mir auch den Film Kick-Ass in Steelbook geholt. Und kann wirklich nur sagen, klare Kaufentscheidung für diesen Film. Wer den Film noch nicht hat und noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall sich diesen Film besorgen. Und zur technischen Seite her, bei dieser Blu-ray habe ich also wirklich keine Fehler feststellen können in Sachen Körnung oder Bildrauschen. War das alles okay? Ja, Ton- und Soundabmischung war bei diesem Film auch wirklich gut, kräftig. Über meine Anlage hat das wirklich einen guten Sound wiedergegeben. Und daher, wie gesagt, spreche ich hier eine klare Kaufentscheidung aus. Ja, wie gesagt, dieses Video ist dem Steve gewidmet. Und ich hoffe, Steve, du siehst dir das Video auch an und freust dich. Und wir sehen uns im nächsten Hangout oder bei meinem nächsten Unboxing-Video. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Haut rein, macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.